Uli Hoeneß, Fußballidol, Weltmeister, Manager, FC Bayern-Präsident, er muss wohl tatsächlich hinter Gitter. Zu hoch war letztendlich die Summe von über 27 Millionen Euro an Steuerhinterziehung, trotz des Schuldeingeständnisses und trotz der Tatsache, dass sich Hoeneß vor über einem Jahr selbst anzeigte. Die Gerichtssprecherin verkündet kurz und knapp: Die fünfte Kammer des Landgerichts München II hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in 7 tatmehrheitlichen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Entscheidend für das Gericht, als Hoeneß sich vor gut einem Jahr selbst anzeigte, seien seine Unterlagen unvollständig gewesen. Hoeneß' Anwälte aber halten die Selbstanzeige immer noch für wirksam und wollen den Kampf um die Freiheit ihres Mandanten noch nicht aufgeben. Die Verteidigung wird das Urteil, wie sie nicht überraschen wird, anfechten. Und zwar mit dem Rechtsmittel der Revision, damit der Bundesgerichtshof, dort der erste Strafsenat, dann prüfen und entscheiden kann, wie umzugehen ist mit einer Selbstanzeige, die wirksam, halbwirksam oder missglückt ist. Das ist der Punkt, der jetzt interessant ist. Das Urteil für den Vereinspräsidenten trifft auch den FC Bayern hart, ausgerechnet in Zeiten größter Erfolge. Der FC Bayern ist aktueller Champions-League-Sieger. Dass Hoeneß jetzt noch an der Spitze des Vereins bleiben kann, scheint zweifelhaft.